Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und bitte nicht wundern, ich habe mir gestern einen Weisheitszahn rausnehmen lassen und zwar hier unten. Es kann sein, dass es in der Kamera ein bisschen dicker aussieht oder ich vielleicht nicht so gut sprechen kann, wie ich sonst kann. Wenn ihr es bemerkt, dann liegt es daran, also tut mir leid jetzt schon mal dafür. Aber das hindert mich natürlich nicht daran, ein Video zu drehen und zwar habe ich dieses Mal etwas ziemlich Cooles für euch. Nämlich kennt ihr das ja wahrscheinlich bei Facebook oder bei Instagram, gibt es manchmal so Seiten, die so ein paar Beauty-Hacks posten oder irgendwelche coolen Gadgets, die das Leben einfach leichter machen. Und zwar habe ich dieses Video hier gesehen und dachte mir so, okay, krass, wenn das wirklich so funktioniert, wie die das in diesem Video darstellen, dann muss das bestimmt echt geil sein. Und ich habe direkt im Internet danach gesucht und habe es gefunden. Und zwar ist das das Magic Leverac, I don't know, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall sind das solche Kunststoffröhrchen, die man sich in die Haare tun kann mittels einer Häkelnadel, sowas ähnliches. Und damit bekommt man dann ohne Hitze Locken. Wenn ihr vielleicht Bock habt auf weitere solche Videos, wo ich so Sachen teste, weil ich habe mega viele Videos gesehen und schon mega viele Sachen bestellt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kann ich die natürlich auch gerne für euch in einem Video dann präsentieren, ob das wirklich klappt. Und wenn das wirklich so klappt, wie das in dem Video zu sehen war, ohne Hitze bzw. mit sehr, sehr wenig Hitze, dann wäre das richtig geil. Also ich mache die Packung mal auf und zeige euch dann direkt, was da überhaupt drin ist. Und zwar sind da lauter solcher Kunststoffröhrchen drin. Die gelben sind zum Beispiel so lang und die sind halt ja so gecurlt, damit sich das dann auch bei den Haaren curlt. Ich sehe gerade, das Pinke ist zum Beispiel etwas kürzer, das Grüne ist auch etwas kürzer vielleicht, damit man die Locken ein bisschen mehr definieren kann. Und da sind noch lauter tausend andere drin. Dann sind hier auch noch so zwei dieser Stäbchen drin. Also einmal diese Haken, die ich gerade schon gesagt habe, dass man halt das Haar packen kann und dann durch dieses Ding hier ziehen kann. Und ein Ding, was man da, glaube ich, reinstecken muss und dass es dann ein bisschen vereinfacht wird. Ja. Übrigens ist das auch das erste Mal, dass ich das überhaupt ausprobiere. Also ich habe mir bis jetzt nur dieses eine Video angeguckt und ich werde mich, glaube ich, mal daran orientieren. Und ich denke mal, das Mädchen, was es da gemacht hat, hat es dann auch richtig gemacht, weil am Ende sah es ja gut aus und sie hatte Locken. Und das ist ja mein Ziel. Ich denke, wenn man das auf nassen Haaren macht, zum Beispiel abends nach dem Duschen gehen oder so, wenn man sich gerade die Haare gewaschen hat und sich das dann durch die Haare zieht und dann über die Nacht drin lässt, hat man dann auch richtig schöne Locken am nächsten Tag ohne Hitze. Aber probieren wir das erstmal aus, ob das überhaupt irgendwie klappt. Also ich nehme mir dieses Kunststoffteilchen, dieses Gerollte, rolle das jetzt irgendwie erstmal auf. Dann werde ich den Stab hier unten, also nicht bei dem Häkchen, das Häkchen ist hier unten, sondern hier unten, da durchstecken, damit das gerade ist, damit das so aussieht. Ja, und weiter geht es, denke ich mal, mit einer Haarsträhne. Die werde ich mir jetzt hier durchstecken. Dann werde ich das hier irgendwie hochziehen. Da durchziehen. Ah, seht ihr? Ich ziehe das jetzt hier durch. Und yay! Nee, das ist nicht richtig. So will ich das nicht haben. Am Ende habe ich mir das gekauft und voller Erwartungen und es klappt einfach gar nicht. Also wie gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt klappt. Ziehen das hoch. Hoch. Ah, ah, oh, ah, aua. Ah, das hat voll weh getan. Okay, und jetzt runterziehen. So, sieht doch schon etwas besser aus. So, tada! Und nehme jetzt die andere Seite meines Ponys, damit das auch gleichmäßig ist. Stecke es wieder in die Schlaufe, ziehe es hoch. Oh, richtig complicated hier. Ziehe es hoch, ziehe es durch. Und ziehe es jetzt noch ein bisschen runter. Ja, das sieht doch schon sehr vielversprechend aus, oder? So, durchziehen. Und drin ist es. Aber noch ein bisschen runterziehen. Oh, das tut so weh, dieses Runterziehen. Und runterziehen. Okay, scheiße, das tut weh. Oh, nein, nochmal. Auch wieder durchstecken, Strähne nehmen, einhaken und festhalten und durchziehen. Whee! Ich habe einfach nur Angst, dass es gleich einfach nicht klappt und dass es einfach richtig scheiße aussieht. Aber es wäre richtig cool, wenn es klappen würde. Okay, mal eine. Yay!
auch schon die letzte Strähne gewesen. Ich habe nichts mehr übrig. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Aber es hat auf jeden Fall für meine Haare gereicht. Und entweder ich warte jetzt ein, zwei Stündchen, bis das schön gelockt ist. Dann ist es ohne Hitze. Oder ich nehme jetzt mal einen Föhn, stelle es auf die niedrigste Stufe und föhne ein bisschen drüber, damit es dann auch recht schneller für euch ist und für mich ist, weil wir haben schon spät. Und ja, mal gucken, wie es gleich aussehen wird. Ich denke, bei kurzen Haaren, also bei dieser Länge, wird es auf jeden Fall besser gehen, weil ich habe, glaube ich, zu lange Haare dafür, weil die Locken sind jetzt leider nur unten. Oder ich hätte einfach längere von diesem Teil, also mehr von diesen gelben und blauen, genau, dann werden die einfach höher gezogen. Aber vielleicht sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. So, also hier ist mein Föhn. Ich stelle es auf die niedrigste Stufe und föhne mal ein bisschen drüber. Alles klar, ich habe die Haare jetzt geföhnt. Ich hätte jetzt auch zwei Stunden warten können, aber so viel Zeit habe ich jetzt leider nicht. Ich fange dann einfach mal an. Und zwar, ich hoffe, 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 hoffe so sehr, dass es gleich eine Locke wird. Ich ziehe mal dran. Oh! Oh! Oha, die ist ja voll schön. Also klar, das ist leider nur unten. Das ist jetzt nicht so geil. Es wäre geil, wenn es jetzt eine ganze Strähne wäre. Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Mega schön. Okay, weiter geht's. Ich mach mal die pinke hier, die kleinere. Ui! Es hat geklappt! Auch eine kleine Welle. Oh geil, das freut mich aber gerade richtig, dass es jetzt geklappt hat. Yay! Voll cool! Ey, das freut mich gerade voll. Das Rausziehen ist definitiv angenehmer als das Reinsetzen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber was ist denn das bitte für eine coole Erfindung, jetzt mal im Ernst? Wenn man richtig kaputte Haare hat und nicht auf Locken verzichten will, das ist mal eine mega geile Erfindung. Gerade auch für junge Leute, die jetzt nicht wirklich mit einem Lockenstab rumhantieren sollten oder mit einem Glätteisen und sich dann irgendwie versuchen, irgendwelche Locken zu machen, das ist mega geil. Also das ist richtig cool. Ich feiere das gerade voll. Und so ist das Ergebnis jetzt. Natürlich hier unten. Das ist jetzt nicht so toll geworden, also hier jetzt auch nicht so geil. Aber hätte ich mehr Zeit gehabt und hätte ich es ein bisschen ordentlicher gemacht, wäre es, glaube ich, richtig cool geworden. Also ich bin mega positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut aussehen wird und dass man das überhaupt nicht sieht, dass es durch solche Teile gemacht wurde. Also krass! Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und wie ihr diese Locken findet. Hätte ich das mit etwas angefeuchteten Haaren gemacht, wäre das, glaube ich, noch besser geworden. Und es macht die Haare einfach so gar nicht kaputt, gerade wenn man das über die Nacht drauf lässt. Ich habe euch den Link dazu mal in die Infobox gepackt. Es kann aber auch sein, dass es das vielleicht in Friseurläden gibt. Ich habe es da leider nicht gesehen. Also ich habe es bis jetzt nur im Internet gesehen. Und wie gesagt, wenn ihr gerne Bock habt, dass ich weiterhin solche neue Produkte oder solche Internetphänomene, gehypte Sachen oder praktische Dinge einfach mal ausprobiere und gucke, ob das wirklich klappt, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr vielleicht einen Namen zu dieser Reihe habt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Dann suchen wir uns einen coolen Namen für diese Reihe aus und dann werde ich ganz viele tolle neue Sachen ausprobieren und gucken, ob die auch wirklich so funktionieren und das halten, was sie versprechen. Aber das war es jetzt auch schon mit dem Video und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz so lieb und bis dann. Tschüssi!